Fußball-Zweitligist Hamburger SV will mit einem Heimsieg im Montagsspiel 20.30 Uhr gegen die SPVGG Greuther Fürth wieder auf einen direkten Aufstiegsplatz aufrücken. Wir sind uns der Bedeutung des Spiels bewusst. Jetzt gibt es keine Ausreden, wir brauchen eine Topleistung, sagte HSV-Trainer Hannes Wolf bei einer Pressekonferenz am Sonntag. Nach nur 7 Punkten aus den letzten 6 Spielen waren die Hamburger am Freitag durch den Sieg von Union Berlin 2:0 bei Holstein Kiel auf den Relegationsplatz abgerutscht. Auch die Nerven würden jetzt eine Rolle spielen, sagte Wolf, wir wollen uns am Fußball festhalten, an den Inhalten und Abläufen. Das ist das Einzige, was hilft, wenn der Druck steigt. Der HSV geht in Bestbesetzung in die Partie. Auch Kapitän Aaron Hunt kehrt nach auskuriertem Muskelfaserriss zurück ins Team. Wir brauchen ihn auf dem Platz. Sein Ausfall hat uns schon getroffen. Daher hoffen wir, dass er jetzt gesund bleibt und uns direkt wieder helfen kann, mit seiner Ruhe am Ball und seinen klugen Pässen, sagte Wolf. Unter dem Coach, der im Herbst Christian Titz abgelöst hatte, ist der HSV zu Hause noch ungeschlagen. Punkt. 5 von 6 Liga-Heimspiele mit Wolf an der Seitenlinie gewannen die Rot-Dosen, einmal spielten sie Remis.